Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Disney-Donnerstag. Es gab lange Zeit kein Disney-Donnerstag-Video, das tut mir wahnsinnig leid. Wir haben letzten Monat im März tatsächlich ausgesetzt, weil die liebe Nis umgezogen ist in ein anderes Gebiet, in ein ganz anderes Bundesland und das alles viel größer und ja, viel mehr zu tun war, als man erwartet hatte. Und ich tatsächlich war in Umstellung von neuen Jobanfang und ja, Einarbeitung und dann nochmal in meine Woche Urlaub, wo ich hier in Disneyland Paris war. Ah, und es ist schon wieder ein Monat her und ich vermisse es schon wieder wahnsinnig. Ne? Ich gucke schon wieder 1000 Jahre in den Kalender und gucke, wann könnte ich wieder fahren, wann könnte ich wieder fahren, wann könnte ich wieder fahren. Oh, wer will mit mir fahren? Bitte! Nächsten Monat, ich würde so gerne. Ja, schade, dass ich nicht am 4. Mai hinfahren kann, weil das wäre der Star Wars Day und da bringen sie wieder Star Wars in Discovery Land und dann sollen wieder Charaktere da sein wie Chewie und na, das Vader ist sowieso immer da, aber ja, wenn Chewie dabei und Boba Fett, das wäre schon cool, aber leider wäre das schon nächste Woche und das schaffe ich nicht und da der 4. Mai auch mitten in einem Wochentag fällt, so what, ja. Man muss ja auch irgendwo noch arbeiten. Ja, aber heute soll es darum gar nicht gehen. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Aber darum soll es ja in diesem Video gar nicht gehen. Ich wollte euch nur erklären, warum es letzten Monat keinen Disney-Donnerstag gab. Diesen Monat gibt es wieder einen Disney-Donnerstag. Und zwar bastle ich heute mit euch ganz tolle kleine Bügelperlenuntersetzer. Zum Thema Sidekicks. Ich werde euch noch nicht verraten, wen ich gebastelt habe. Das sollt ihr im Laufe dieses Videos erraten. Ich sage euch einfach nur viel, viel Spaß und los geht's. Als allererstes braucht ihr Bügelperlen in verschiedensten Farben und natürlich einheitlich groß. Ich habe hier welche von verschiedenen Marken gekauft. Dann braucht ihr eine Platte, die ist jetzt hier 10x10 groß, wo man verschiedenste Größen an Motiven legen kann. Ein paar Dekoschälchen, wo ich sie jetzt reinfüllen werde. Und dann habe ich mir jetzt erstmal die Brauntöne rausgesucht, weil mein Motiv wird hauptsächlich braun werden. Dazu noch ein paar bunte für so ein paar bestimmte Highlights. Und ihr braucht eine Pinzette, wenn es euch mit den Fingern zu fummelig ist. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's. Ich lege das erste Motiv, habe dann auf meiner Vorlage, die ich bei Pinterest rausgesucht habe, erstmal mit der Mittellinie begonnen und habe sie mir abgezählt. Und dann kontrolliere ich auch immer wieder, ob die Größe so passt, indem ich die Perlchen abzähle. Ja, und dann gehe ich Reihe für Reihe durch, gucke immer wieder auf mein Telefon, auf das Bild, um zu sehen, ob das dann die richtige Reihenfolge ist und legt mir dann sozusagen Perlchen für Perlchen aneinander, bis es ein Motiv ergibt. Und ihr könnt ja mal jetzt im Laufe des Timelapse raten, welches Charakter es wird von unseren Sidekicks. Denn ich habe zwei besondere Lieblingscharaktere, die ich mir rausgesucht habe. Ja, und ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal sagt, wie ihr sie findet und ob ihr sie auch erkennen könnt. Und wer jetzt schon gut aufgepasst hat, erkennt, dass es Timon wird aus dem König der Löwen. Und ich finde, er ist wirklich super niedlich. Leider habe ich gemerkt, als ich ihn gelegt habe, dass mein perfekter Braunton für ihn, ich nicht genug Perlchen hatte. Mir fehlten ganze 2 Perlen. Ja, 2 Perlen. Naja, also habe ich 2 andere genommen, habe sie an die Seiten gelegt und nachher im Endprodukt sieht man es gar nicht mehr. Was nicht so schlimm ist, weil hier oben an der Augenbraue hätte man es gesehen. Aber ich habe sie dann ein bisschen umgelegt und dann ging das auch. Und der nächste Charakter ist natürlich auch nicht weit, wenn ihr ihn kennt. Also vielleicht erratet ihr ihn auch gleich. Ihr wisst ja auch, ne? Wenn man Timon hat, ist einer nicht ganz weit weg. Und zwar wäre natürlich der Pumba. Und ich finde ihn wirklich mit am schönsten geworden, weil er echt niedlich ist. Ja, und ich habe jetzt einfach so ein bisschen wieder drauf hingelegt und habe mich dabei ein bisschen entspannt. Es war wirklich sehr relaxend, mit Bügelperlen zu arbeiten. Und habe nebenbei meine 3 Fragezeichen gehört und ja, habe das ein oder andere Podcast noch angemacht, denn da höre ich im Moment gerne Feenstaub und Mauseohren. Und natürlich auch den Sei hier Gast-Podcast. Wenn ihr mal ein paar Podcast-Empfehlungen haben wollt von mir, ich schreibe sie euch gerne unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr auch gerne Podcast euch anhört.
Ich höre natürlich im Moment alles Disney-bezogene total gerne. Ja, und jetzt wird er schon, da ist die kleine Schweinchennase und die kleinen Äuglein. Und ist er nicht einfach niedlich? Da meine Motive ja eigentlich Untersetzer für Tassen sein sollten, habe ich aber beim Legen gemerkt, dass die Gesichter viel zu klein sind und dass da eine Tasse drauf passt. Also habe ich mir ungefähr 8 x 8 cm abgemessen und sozusagen sie in ein Quadrat eingerahmt. Denn Untersetzer sind ja meist quadratisch oder rund und dann fand ich das halt sehr, sehr passend und habe mir dann einfach das, es wäre schöner gewesen, die ganz schlicht zu haben, aber auch mit dem Quadrat gefällt es mir sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich dann einfach übergebügelt und den ersten, ich muss euch sagen, habe ich natürlich so ein paar kleine Fehlerchen gemacht. Also ihr müsst schon aufpassen, dass das Bügeleisen nicht zu heiß ist. Mir ist die rechte Seite etwas zu doll geschmolzen, wie ihr sehen könnt, als die linke Seite. Also macht es nicht zu heiß. Ich habe so eine Mittelstufe zwischen Baumwolle und Wolle gewählt. Und habe dann das Backpapier genommen, bin da mit dem Bügeleisen mehrfach rübergegangen. Bei Timon habe ich sogar gemerkt, dass tatsächlich das Bügeleisen nicht heiß genug war. Dann habe ich immer ein bisschen geguckt und bin nochmal drüber gleichmäßig. Immer mal wieder von einer Seite zur anderen Seite. Da müsst ihr einfach so ein Gefühl für bekommen. Und dann lasst ihr das Ganze mit dem Backpapier auskühlen. Und dann, wenn es abgekühlt ist, könnt ihr das Backpapier ganz einfach abziehen. Ich tatsächlich mag es am liebsten, wenn die Bügelperlen nur von einer Seite geschmolzen sind und nicht von beiden Seiten. Also wenn von einer Seite wirklich noch die Original sozusagen, wie sie aussehen, zu sehen sind. Aber das könnt ihr selber gestalten, wie ihr möchtet. Und deswegen hat meine Rückseite die geschmolzene und die Vorderseite die normalen Bügelperlen. Und jetzt muss man das ganz, ganz vorsichtig von der Platte lösen. Und dann ist das noch ein bisschen welt, dann könnt ihr das einfach mit irgendwas noch beschweren. Ich habe einfach Backpapier dazwischen gelegt und es einfach noch eine Tasse draufgestellt. Und weil ich gerade noch so dabei war, hatte ich auch noch Lust, 2 andere Charaktere zu legen. Eigentlich hatte ich gedacht, ich bleibe vielleicht beim König der Löwen-Thema. Aber dann habe ich mich doch herausgefordert gesehen und habe hier, wer erkennt es, Fabius gelegt. Es war inzwischen auch die Sonne weggegangen und es war relativ dunkel in meinem Zimmer. Deswegen seht ihr jetzt leider mein Ringlicht in dem Unterleger. Aber so ist es nun mal im Video. Man kann nicht alles perfekt haben. Ja, und habe dann einfach versucht, mal Fabius zu legen. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Da haben meine blauen Pärchen auch gerade soeben gereicht. Und den anderen Charakter kennt ihr vielleicht auch noch, den ich hier gelegt habe. Und zwar erkennt ihr nicht den fröhlichen kleinen Schneemann Olaf, der sich den Sommer wünscht. Ja, und alle zusammen gefallen mir eigentlich richtig gut. Und dann habe ich so ein Quartett, was richtig gut zusammenpasst. Auch Olaf bekommt jetzt noch seinen Rand drumherum. Ich habe für jeden Charakter einen andersfarbigen Rand gewählt und ich finde sie wirklich echt schön geworden. Ich hoffe, sie gefallen euch auch so gut wie mir. Sie sind einfach, ja, wirklich niedlich geworden und schöne Untersetzer, die ich jetzt immer benutzen werde, auch für Gäste. Zu diesem kleinen, aber feinen DIY ist doch gar nicht so schwierig. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das letzte Mal mit Bügelperlen gearbeitet, da war ich 8 oder so. Also es war eigentlich ganz schön, mal wieder was damit zu legen. Das war auch sehr entspannend und sich ein paar Sachen auszudenken. Tatsächlich hatte ich das schon lange mal vor, mal wieder diese kleinen Teilchen zu benutzen. Und ja, wenn ihr Bock habt auf was nachbasteln, ich verlinke euch unten nochmal in der Infobox die Links, die ich bei Pinterest gefunden habe, für die Motive. Und ich glaube, es wird auch nicht mein letztes Motiv sein, weil da gibt es noch so viele süße Charaktere, die ich bestimmt legen kann. Die hätte ich auch gewählt. Aber wir hatten ja das Thema Zeitkick.
Max. Welcher ist denn euer Favorit von den Vieren? Ich muss sagen, Fabius finde ich ganz cool. Aber ich glaube, mein Favorit ist Pumba. Ich finde, der ist so süß geworden. Der ist, glaube ich, mein Favorit. Ja, und ich bin mal gespannt, ob ihr irgendwas davon nachbastelt oder eure Version vom Bastel zum Thema Sidekick. Wenn ihr das tut und ihr wollt was posten oder ihr wollt es uns einfach auch nur per E-Mail oder irgendwie schicken, wenn ihr was öffentlich postet, dann benutzt gerne den Hashtag DisneyDonnerstag. Wenn ihr irgendwie es uns zukommen lasst, dann nutzt die E-Mail-Adresse oder sonstige Plattformen wie Instagram und Co. Und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Im Moment ist es ja sehr Disney-lastig. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe aber auch demnächst wieder vor, ein bisschen mehr Schmuck Tutorials zu machen und auch mal wieder Fimo. Und wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, ihr wisst, ihr könnt immer in den Kommentaren schreiben, was euch so interessiert. Ja, und dann muss ich euch ja noch verraten, dass wir beim nächsten Disney-Donnerstag Ende Mai dann sozusagen ein weiteres Thema wählen. Und zwar es ist es Disney-Klassiker. Ja, wir werden uns was zum Thema Disney-Classics ausdenken und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr hier gerne einmal in die Playlist reingucken von dem Disney-Donnerstag. Da sind Nis und meine Videos jetzt verlinkt drin, dass ihr sie immer schnell alle auf einmal gucken könnt. Und hier unten habe ich euch nochmal den Fortschritt des Disney-Puppenhauses reingepackt. Da könnt ihr nämlich auch nochmal reinschauen, falls ihr das Video verpasst haben solltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald in einem weiteren DIY-Vlog, Haul oder was auch immer wieder und sage euch bis dahin Tschüss und au revoir. Bis dann!